Hallo und willkommen zur Alpenrevue. In 2019 nahm Altengün das zweite Album auf und brachte es am 26. April auf dem Label Glitterbeat raus. Glitterbeat ist ein deutsches Label in Filderstadt in Baden-Württemberg, das eine Menge verdammt cooler Platten rausgebracht hat. Dies ist nicht der einzige Unterschied zu dem Vorgänger On, denn in der Zwischenzeit hatte der Schlagzeuger Nikola Mauskovic die Band verlassen. Seine Gruppe The Mauskovic Dance Band arbeitete inzwischen am eigenen Debütalbum und so verlagerte Nick Mauskovic seine Energie dorthin. In Altengün wurde er durch Daniel Smink am Schlagzeug ersetzt. An den Percussions ist wieder der dynamische Gino Krönewel zu hören. Erneut sorgt Jasper Verhulst für einen coolen, groovenden Bass-Sound, der aber wie beim Vorgängeralbum recht unaufdringlich bleibt. Es ist ohnehin erstaunlich, mit welcher Disziplin der Bandgründer Jasper das Spotlight anderen Musikern überlässt. Manchmal macht das wohl einen guten Bassisten aus. Die Band folgt dem Vorgängeralbum und präsentiert hier die nächste Fuhre an bekannten Melodien aus den Straßen von Istanbul. Hierbei ist es weiterhin eine Stärke der Band, dass sie zwei Leadsänger haben, eine weibliche Stimme durch Merv Dajdemir und eine männliche durch Erdinç Ecevit. Das gibt der Band eine zusätzliche Vielfalt und Abwechslung, doch an diesem Album ist ohnehin gar nichts langweilig. Zum vorangegangenen Album fallen einige kleine Unterschiede auf. So ist der Sound stellenweise etwas rockiger und härter, was man schnell bei dem krachigen Gitarrenriff des ersten Stücks Yolcu merkt, einer Komposition des legendären Neşet Ertaş, dessen Musik für Altengün sicherlich einen zentralen Recherchegegenstand bei ihrer Suche nach neuen Stücken zum Arrangieren darstellt. Oder bei dem dritten Lied Layla, das einen starken Psychedelic Rock Einschlag hat und ein tolles Lied für die Sängerin Merv Dajdemir ist. Allerdings ist der andere kleine Unterschied zum Vorgänger, dass quirlige Synthesizer-Sounds deutlich zugenommen haben. Und das muss nicht immer eine gute Sache sein, doch hier passt es als Gegengewicht großartig. Wobei die Keyboard-Parts hier von ausgelassenen, fast schon Prog-Rock-artigen Solos rangieren, wie bei dem zweiten Track Vay Dünya, der ein typischer Anonymous ist, den in den 60ern und 70ern viele türkische Sänger und Bands aufgenommen haben. Bis zu funkigen Disco-Sounds, wie bei dem letzten Lied Süpür Gezi Yonçadan, einem weiteren Anonymous, der hier zu einem witzigen, blubbernden Disco-Stück wird. Alles in allem, dieses Album ist gigantisch und ich erkläre es zu meinem Lieblingsalbum 2019. Es ist noch besser als der Vorgänger On und es wird deutlich, dass Altengün eine der coolsten Bands der Gegenwart ist. Und dass türkische Musik total angesagt ist, ich bin ja schon sehr neugierig, ob bald ein neues Album folgt und ob irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem Altengün in ihrem charakteristischen Stil auch eigene Kompositionen dem türkischen Liedergut hinzufügt, als einen logischen weiteren Schritt in ihrem Schaffen. Ich vergebe hier erneut 5 Sterne Ultra. Dieses Album ist ein großartiger Wurf und eine kategorische Absage an all die politischen und sozialökonomischen Trennwände, die wir uns gegenseitig alle zwischen uns aufbauen, häufig ohne Kenntnis darüber, dass wir nur Marionetten sind in einem Spiel, über das wir keine Kontrolle haben. Doch großartige Musik ist dafür da, um uns über all diesen Unsinn zu erheben. Und nirgendwo sonst ist es spürbarer als bei den exzellenten Beiträgen von Altengün, dem Goldenen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das war Gece von Altengün aus dem Jahr 2019, erschienen auf Glitterbeat.